Boah, hier kommt gleich wieder ein Held, ne? Ja. Na, kriegen wir Darth Maul noch? Komm, du bist gleich tot, Junge. Wie kannst du es überleben? Verreck doch, Alter. Oh Mann. Granate raus. Jawolli, haut sie weg. Oh Gott. Bin ich völlig verwirrt hier. Naja, Jungs, ihr macht das ja schon, ne? Ich meine, ich kenn's zwar lieber, aber ich hab noch nie auf der Ecke hier angefangen. Muss auch sagen, war immer so halt immer bei den Bösen an der Runde hier. Wollen wir mal meinen grünen Menschen hier folgen? Oh, alles klar, Sackgasse, warum? Na. Oh Gott. War so klar, aber ich habe noch einen getötet, glaube ich, sogar mit der Granate. Geht doch. Naja, Franco, danke für deinen Follow. Danke dir. Willkommen bei den Bad Boys. Willkommen im Stream. Wie geht's hier? Zockst du auch leidenschaftlich Star Wars Battlefront? Oder bist du generell ein Star Wars Fan? Dann bist du hier sehr gern willkommen und aufgehoben. Ich wusste gerade gar nicht, ob ich hier schießen sollte oder die Granate schmeißen sollte. Weißt du, wenn du da drei Leute siehst, die da auf dich zustürmen, dann bist du extrem überfordert, ey. Was ist hier unten los? Ja, eigentlich müssen wir nach oben, ne? Diese hocken alle da oben und überrennen uns da gleich. Ja, wieder zu zweit sie sind. Ich mache immer gefühlt 200 Schaden, aber irgendwie fehlt immer der letzte Strich, weißt du? Ist auch mal so krass. Servus, du Wayne, verfolge dich schon seit Star Wars Battlefront 1. Warte mal. Ah, der Frank hat wieder so eine ganz eklige Farbe, dass man die gar nicht im Chat sieht. Du hast nämlich so ein dunkelblau und ich habe halt so den Nachtmodus an, weißt du? Hab gedacht, du hast aufgehört. Hab letztens gesehen, dass du wieder aktiv bist. Ja! Seit, ein paar Wochen. Also ich habe jetzt... Also aktiv ist immer so eine Sache, weißt du? Ich würde gerne öfter streamen, öfter Videos rausbringen, aber ich habe ja gesagt, das ist jetzt erstmal just for fun. Hab jetzt viel wegen Prüfungsvorbereitung, hallo, Stress und so, ne? Mit Lernen. Ich versuche halt zu streamen, wann ich Bock habe und wann ich auch kann, ne? Also jetzt nicht mehr so aus Zwang, wo laufe ich eigentlich hin hier wieder, ey? Ich sag ja, Multitasking und Zocken, das ist noch nicht so ganz gang und gäbe. Ja, ich versuche dann halt, wenn es möglich ist, zweimal die Woche zu streamen, weißt du, wenn es möglich ist natürlich. Zocke halt mit vielen Kunden Jungs hier an meiner Seite. Sozusagen klein wieder anfangen, weißt du. Gab ja so Zeiten, wo ich wirklich jeden Tag gestreamt habe, jeden Tag kam ein Video und so. Mal sehen. Aber freut mich, dass du wieder zu mir gefunden hast. Wie hängt der denn da? Warte mal. Alles klar. Boah, hier kommt gleich wieder ein Held, ne? Ja. Na, kriegen wir Darth Maul noch? Komm, du bist gleich tot, Junge! Wie kannst du es überleben? Verreck doch, Alter! Oh Mann. Granate raus! Jawolli, haut sie weg! Oh Gott. Na, Jungs, aufpassen. Da warten drei Leute um die Ecke. Wie immer doch gerade hier wieder runter geht, hier in die Ecke. Oh. Krieg ich hier hoch? Stirb, Junge, stirb! Stirb! Ja, das war ein Freekill, würde ich sagen. Ja, komm da raus. Hier, Granate. Oh, er ist schon tot. Ah, kommt der nächste. Was? Also Cliff, das müssen wir nochmal üben hier. Alter Vater. Ich glaube, wir haben schon verloren, halt die Punkte hier. Komm schon, überhitzt doch nicht! Und der hat mir wieder einer den Kill geklaut. Darth Maul wieder am Start, er traut sich, oh Gott. Ah! Ich wollte doch niemals fliegen.
Aber das war gerade eine gute Runde. Also mit Darth Maul hat mir gefallen. Muss ich mir mal merken, die Szene. Warte mal, 35. Minute, ey. Können auch eigentlich bald wieder einen Helm nutzen, aber die Runde ist gleich vorbei. Und hier, alles geil, die ganzen coolen Leute am Start. Na, Verlängerung, was ist da los? Ah. Dings hat wieder geschrieben, schließt gleich vor, was du geschrieben hast. Muss man ganz kurz hier mich auf den Sieg konzentrieren hier. Ja, gewonnen, oder? Jawohl, die Runden, die gefallen mir heute. Easy, Aurora Lord, was geht? Wir haben unsere Freigabe. Bist leidenschaftlicher Star Wars Fan. Nice, nice. Bist auch im Abschlussjahr deiner Ausbildung und musst auch viel, viel mies lernen, Alter. Ah, das kenne ich, ne? Das kennt man. Bin wieder im Gegnerteam, ja. Überrascht mich nicht, Henning. Bist auch extra rausgegangen wahrscheinlich dafür. Naja. Schick mir deine Playlist, die gefällt mir. Ich habe einfach so... Oh Gott. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich habe einfach mal was zusammengewürfelt. Ah, ich hätte fast Henning getötet, schade. Da kommt er von der Seite angesneakt, weißt du? Na, den habe ich auch noch getötet. Ah, dass die immer zu zweit kommen müssen. Aber ich glaube, der hat eine Aufgabe, der Typ, ne? Der versucht immer zu snipen, der Typ. Ich glaube, der hat eine Aufgabe. Die er noch machen muss. Ich habe immer von allem was dabei, Franco, weißt du? Eine Mischung aus allem, weil ich bin jetzt kein Typ, der sich auf einen Stil oder so festlegt. Da ist Henning, da ist Henning! Schmeiß die Granate da rein, scheiße! Oh, wie ich gerade... Wer waren das hier? Franco und Tethys, ich habe euch gerade den Arsch gerettet. Da war gerade einer hinter euch die ganze Zeit. Ja, sicher. Dass der Henning wieder in meiner Granate steht, wieder, ne? Da werden wieder die Hexe anders aktiviert. Wer hockt denn da wieder da oben hier? Camper-Style oder was? So ein Quatsch, Alter. Blödsinn, ey. Sicher. Ah. Alter, Henning, du bist so ein Camper, Alter. Unglaublich. Und die Spawns, weißt du, die helfen dir as fuck. So lächerlich die Spawns schon wieder. Am besten echt mit dem Arsch an der Wand bleiben. Wer stellt sich hier vor mich? Wer ist das hier? Wieder hinter mir, ey, geil. So, Henning. Jetzt wird nicht mehr gekämpft, sondern nach vorne gerannt, würde ich mal sagen, oder? Und wer ist denn das hier? Du, wie heißt der hier? Pura Stuter? Alter, ich hasse es, wenn Gegner sich so vordrängeln, Alter. Stirb. Du hast den Tod verdient. Alter. Ich hätte mir zwei Leute absnacken können. Er rennt da einfach vor mir. Junge, Junge, Junge. So eine Teammates hast du denn da, weißt du? Ja, das ist bestimmt wieder Henning, weißt du? Wieder von der Seite, 100 Pro. Ah, wollte schon sagen. Bei Taribo, Alter, alles klar. Ah, jeder, der mal GTA gespielt hat, kennt diesen Song.
Oh Gott, Alter. Ja, wieder von hinten, Alter. Ich hasse es, ey. Guck mal, Sky ist extra rausgegangen. Das ist feige, weißt du, wenn man rausgeht, weißt du? Jetzt sind sie hier wieder. Muss man hier wieder alles alleine machen. Na guck mal, mit dem Raketenwerfer, richtig feige, keine Eier, keine Eier. Kommt mit dem Raketenwerfer an, weißt du? Richtig kleine Eier haben sie hier. Ja, Henning, hier, hier, lutsch mein... Wenn ich vor dir stehe, weißt du, da bringst du es, glaube ich, nicht so wirklich, oder? Ja, siehst du, Sky genauso. Mit normalen Soldaten könnt ihr nichts ausrichten, das halte ich so fest. Da müssen sie mit Spezialklassen kommen hier. Guck mal, da kommen sie mit Raketenwerfern. Richtig feige. Guck mal. Richtig kleine Eier, ey. Ah ja, ey. Ah, kommen sie doch wieder von der Seite? Ich sehe das schon. Die Small Balls Gangs da hinten. Guck dir das an. Guck mal, Raketenwerfer vorbei. Kleine Eier? Na, kleine Eier? Kommt da mit kleinen Eiern? Ah, wo bist du? Da muss er erstmal wegfliegen, weißt du, hier. Die Nachbarn hören nur richtig kleine Eier. Ja, ist das so? Müsste man sich gleich umbenennen hier. Die kleine Eier-Gang hier, weißt du? Dann kriegst du noch nicht mal geschissen zu gewinnen hier. Small Balls Gang hier. Also wenn man mit einem Raketenwerfer schon irgendwie spielen muss, um einen Gegner zu töten, ich weiß ja nicht. Richtig kleine Eier, oder? Ja, ja. Guck mal, ich habe noch nicht mal eine Spezialklasse gewählt mit Absicht. Ich habe so oft eine Spezialklasse kriegen können und bin nur Platz 4, ja? Mit einem normalen Soldaten. Und Sky und Henning, weißt du, mit ihren Jump Trooper, mit ihrem dicken Rohr. Ne, mit Ach und Krach und verlieren Trooper.